Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mit einer persönlichen Geschichte von Ruby und mir, die ich eigentlich so bewusst noch nie wirklich erzählt habe oder wo ich auch noch nie bewusst drüber genauer irgendwie etwas berichtet habe. Ruby ist ja bekanntermaßen leider so ein bisschen ein Dabbes und verletzt sich ja überwiegend sehr gerne selbst. Da haben wir über die ganzen Jahre natürlich auch schon einiges ein bisschen mitgemacht. Aber heute möchte ich euch quasi von unserem schlimmsten Erlebnis erzählen und unserem schlimmsten Punkt, wo wir einfach nicht wussten, wie diese ganze Situation überhaupt ausgeht. Und dafür müssen wir jetzt ganz einige Jahre wirklich zurückgehen. Und zwar sind wir im Sommer 2010, also ihr seht, das ist schon über 7 Jahre wirklich her. Das war einer der sehr, sehr heißen Sommers, wo es morgens schon extrem warm war. Und eigentlich muss ich so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, bevor bei mir das Telefon geklingelt hatte. Und zwar hat eine Bereiterin bei uns damals aus dem Stall, die hat morgens ein Berittpferd von sich gemacht und hat das quasi nach dem Reiten auf die Koppel gestellt. Und dieses Berittpferd stand gegenüber von Ruby und sie hat quasi das Pferd auf die Koppel gestellt und hat sich dann so gewundert, weil sie halt so im Rücken von sich, im Hintergrund halt gehört hat, wie Ruby so ganz schwer geatmet hat und alles und hat dann, nachdem sie dann die Koppel zugemacht hatte, sich umgedreht und hat halt gesehen, dass Ruby halt komplett verschwitzt auf der Koppel stand, extrem gepumpt hat und ja, hat dann halt an ihm runtergeguckt und hat dann gesehen, dass halt was mit dem Bein nicht stimmte. Ich erinnere mich tatsächlich sehr, sehr gut noch an diesen Tag, also obwohl er schon so lange her zurückliegt. Es war 10.33 Uhr, als mein Handy geklingelt hatte. Das weiß ich tatsächlich deshalb, weil ich es einfach später nochmal nachvollzogen habe, wie lange, wie schnell, beziehungsweise wie schnell das alles gegangen ist. Also um 10.33 Uhr klingelte mein Handy, als ich auf der Arbeit saß und ich war schon so, wo ich dachte so, das war jetzt keine Bereiterin, mit der ich zusammengearbeitet hatte, deshalb war ich eigentlich so ein bisschen verwundert, warum sie mich jetzt anruft und wusste aber schon irgendwie so, wenn sie anruft, kann irgendwas nicht stimmen. Und bin dann halt ans Telefon gegangen und hörte halt nur noch von Chrissy, du musst sofort den Tierarzt rufen, hier ist alles voller Blut, das Bein blutet und mach schnell. Und legte dann wieder auf und ich so, okay. Bin eigentlich dann auf der Arbeit einfach aufgesprungen, habe zu meiner Chefin gesagt, irgendwas ist mit dem Pferd, ich muss in den Stall. Und bin eigentlich losgerannt zum Auto, habe in der Zeit den Tierarzt bei uns hier in der Nähe angerufen, habe gesagt, ey, irgendwas stimmt nicht, irgendwo ist da ein Notfall, irgendwie blutet das Pferd stark, ihr müsst sofort irgendwie kommen. Ja, die melden sich gleich nochmal. Dann war ich auch relativ schnell beim Auto, bin auch sehr schnell in den Stall gefahren, also ich glaube geblitzt, hätte ich da in der Zeit irgendwie nicht werden sollen. Das wäre vielleicht nicht gut ausgegangen. Aber wenn man in so einer innerlichen Panik ist, ja. Bin ich also in den Stall gefahren. Eigentlich bis vor den Stalleingang wirklich. Also nicht vorne auf dem Parkplatz, sondern direkt an den Stalleingang. Und weiß noch, dass ich quasi, als ich in den Stall reinkam, rechts in die Waschbox geguckt habe, die wir da hatten. Und halt gesehen habe, wie mein damaliger Reitlehrer auch und so, die halt quasi gerade die Waschbox ausgespritzt haben, weil halt einfach dieser komplette Boden voller Blut war. Und ich habe das so gar nicht alles realisiert und guckte dann geradeaus und sah dann halt, wie Ruby auf der Stallgasse stand. Und ich muss echt sagen, dass die Bereiter, die Reitlehrer, die Azubis, die wir damals am Stall hatten, die waren halt mit Gold nicht zu bezahlen, ne? Da hangen 3 Leute an dem dran, die ihn quasi mit Schwämmen und so einfach abgewaschen haben, weil wie gesagt, es war so heiß und der war halt so durch mit dem Kreislauf und der andere, der hang vorne an ihm und hat ihn gestreichelt und so. Und ich stand halt eigentlich auf dieser Stallgasse und sah dieses Bild und ich hatte wie so ein Brett vor dem Kopf, muss ich wirklich sagen. Und habe dann halt gesehen, die hatten hinten, hatte mein Reitlehrer schon einen Druckverband gelegt gehabt. Also das heißt, die Wunde habe ich so im ursprünglichen Sinn auch nie gesehen gehabt, vielleicht auch besser so. Und das war hinten rechts. Und dann war ich halt irgendwie so voll neben mir gestanden. Und dann kam damals auch ein Bereiter, der auch ein damaliger guter Freund war. Der hat mich dann wirklich einmal so gepackt und hat gesagt, Chrissy, ey, du musst jetzt einen klaren Kopf behalten. Wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Und dann hatte ich halt geistesgegenwärtig wieder versucht, beim Tierarzt anzurufen. Nach dem Motto so, ey, ihr müsst echt kommen. Und hier, das ist irgendwie, keine Ahnung, hier ist immer noch alles voller Blut und schieß mich tot. Und da war unsere damalige Stallpächterin ganz cool, die hat mir dann das Handy aus der Hand genommen, hat dann mit dem Tierarzt kurz gesprochen und war dann kurz um die Ecke und kam eigentlich mit dem Hänger und mit dem Auto schon bis an den Stall rangefahren und hat gesagt, Chrissy, hier brauchen wir nicht drüber diskutieren, das Pferd muss in die Klinik, das kann im Stall nicht behandelt werden. Und ich halt immer nur so, okay. Dann haben die anderen dem vorne die Transportgamaschen dran gemacht, die hat den Hänger an den Stall gefahren
die Rampe auf. Ruby ging sogar echt sehr gut auf den Hänger drauf auch. Dann Rampe zu und ja, dann saßen wir eigentlich schon im Auto und sind los Richtung Klinik gefahren. Und tatsächlich war es so, dass seit dem Anruf, den ersten, den ich bekommen hatte, bis wir auf dem Weg in die Klinik waren, eigentlich gerade mal nur 17 Minuten vergangen sind. Also da muss ich halt echt sagen, es war einfach ein Top-Team damals an dem Stall und das ging so rasend schnell und jeder hat damit geholfen und gemacht und getan. Ja, meine Familie, die kam auch nach, also mein Mann, damals ja noch Freund, der kam in die Klinik nach, meine beste Freundin, meine Mama, die kam nach. Ich glaube, die waren sogar auch vorher noch am Stall, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Gut, also wir sind dann in der Klinik angekommen und dann war ich in der Anmeldung und die haben dann in der Zeit Ruby auch schon abgeladen und in den ersten Untersuchungsraum, also in den Röntgenraum gebracht, weil die halt gesagt haben, sie müssen halt ein Röntgenbild machen, um halt auszuschließen, dass irgendwas am Knochen kaputt ist. Und da war Gott sei Dank nichts, also der Knochen war heile, da, Gott sei Dank, da ist irgendwie nichts passiert gewesen. Wie gesagt, es war halt hinten einfach dann der Druckverband um das Bein herum. Es fing dann auch an, also bis wir dann in dieser Klinik waren, in dem Behandlungsraum, dass es quasi aus diesem Druckverband durchgeblutet hat. Das ist jetzt so ein Bild auch, das erste, was ich euch mal einblenden kann, weil ich das damals auch für eine Freundin noch gemacht hatte. Tatsächlich gibt es halt aus der Zeit sehr wenig Bilder. Ist klar, erstmal war das damals noch nicht so Trend, dass man alles irgendwie fotografiert und zweitens hatte ich in dem Moment wirklich andere Gedanken, als irgendwie 1000 Bilder zu machen. Ja, also der Druckverband hatte halt auf jeden Fall durchgeblutet und anhand der Blutfarbe konnten die halt schon sehen, dass es hier irgendwie um arterielles Blut handelte, also nicht einfach nur irgendwo um irgendwie ein Gewebeblut oder sowas oder irgendwelche normalen Adern, die geplatzt sind oder aufgerissen sind, sondern da muss halt wirklich schon irgendwo ein sehr tiefer Schnitt gewesen sein. Und die haben auch gesagt, sie machen den Druckverband gar nicht ab, weil das Pferd muss so oder so einfach in Narkose gelegt werden, muss operiert werden. Alles andere muss man dann halt quasi schauen, wenn er im OP ist, was ist genau kaputt, sind die Bänder, sind die Sehnen irgendwie heile, was ist wirklich zu Schaden gekommen und kann man es überhaupt wieder reparieren, das wird man halt alles dann im OP entscheiden. Jetzt war das natürlich so aufgrund des Wetters, dass der Ruby halt einfach extrem überhitzt war. Der hatte über 40 Fieber, aber ja, Fieber kann man es ja nicht richtig nennen. Der war halt einfach vom Kreislauf und von der Hitze überhitzt. Und deshalb war das auch so, dass er kein fiebersenkendes Mittel oder so geholfen hätte, weil er ja kein wirkliches Fieber hatte. Der war halt einfach hyperterm, nennt man das. Der war einfach überhitzt. Also haben wir halt angefangen, den zu waschen, also mit abzukühlen, so den Schlauch mit Wasser so drüber laufen zu lassen. Und einfach zu gucken, dass wir die Körpertemperatur etwas gesenkt bekommen. Dann ging er auf Intensivstation in eine Box, wo er dann auch nochmal Infusionen bekommen hat, dass einfach die Temperatur sich senkt. Und er war dann auf 38,2 oder so. Das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert, bis er quasi OP-bereit war, wo die dann gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt geht's los. Mir war schlecht, brauche ich nicht euch erzählen. Mir war schlecht ohne Ende, weil ich einfach auch nicht wusste, kommt mein Pferd da wieder raus? Werde ich danach mein Pferd wieder mit nach Hause nehmen können? Und was ist überhaupt, selbst wenn er rauskommt, was ist passiert, was ist kaputt? Was um Gottes Namen wollte der liebe Gott wieder von uns, dass er uns so bestraft hat? Das war so ein bisschen in der Zeit sehr viel, was wir irgendwie abbekommen hatten. Und auf jeden Fall, ja, habe ich mich dann halt vom Dicken verabschiedet gehabt. Der ging dann in die Narkosebox und als er dann quasi, bevor die ihn vorbereitet haben, musste ich dann halt klar raus. Der Tierarzt hatte damals gesagt gehabt, in der Regel so, was er einschätzen kann, wird die OP anderthalb Stunden dauern und meinte dann damals auch so, Sie können dann ruhig nach Hause fahren, wir rufen Sie an. Da habe ich gesagt, ich werde die Klinik definitiv nicht verlassen. Und dann war dann mein Mann, meine Mama, meine beste Freundin und ich, wir sind dann quasi, haben kampiert in der Klinik, saßen erst vorne an der Anmeldung und dann haben die halt gesagt, wenn irgendwas ist, rufen Sie halt vorne an der Anmeldung an. Jetzt war das aber von der Zeit her so, dass halt viele normale Kundschaft angerufen hat. Das heißt, es hat ständig das Telefon geklingelt und bei jedem Klingeln bin ich zusammengezuckt, weil ich dachte, irgendwas ist mit dem Pferd. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, wisst ihr was, wir setzen uns draußen vor die Tür in die Sonne und wenn irgendwas ist, wisst ihr, wo wir sind und dann kommt raus und holt uns. Ja, dann waren anderthalb Stunden rum, dann habe ich mal gefragt am Empfang, ob die irgendwas sagen können. Dann haben gesagt, nee, können sie leider nicht. Und es waren dann tatsächlich nach 2,5 Stunden, dass dann die Info kam, dass sie ihn jetzt zumachen, wo ich halt dachte, Gott sei Dank, sie machen ihn zumindest immerhin schon mal zu. Und dann, ja, nach knapp 3 Stunden war es dann so, dass er quasi dann im Aufwachraum stand und
der Tierarzt damals, der kam dann zu mir und hat gesagt, Chrissy, willst du ihn sehen? Weil ich kenne die auch schon ein bisschen länger. Ich habe da auch damals schon mein Schulpraktikum gemacht und alles. Und dann habe ich gesagt, ja. Weil normalerweise darf man eigentlich erst zu den Pferden, wenn die halt wieder wach sind und in ihrer Box stehen. Und ich bin halt hin, als der in der Aufwachbox stand, in dieser Gummizelle. Und das war ganz ehrlich, wenn ihr irgendwann mal so einen Moment habt, macht das nicht. Das ist ein Bild, tatsächlich, das vergesse ich bis heute nicht. Wie er diese Gummizelle aufgemacht hat, mein Pferd mit diesem riesen Lederkopfschutz da irgendwie in dieser Box stand, die Zunge raushing, der komplett wackelig war, also 600 Kilo, die durch die Gegend schwanken, wo du jeden Moment dachtest, der stürzt gleich einfach wieder wie so ein Sack um einfach. Die Augen, oh, das war einfach, also das hat mir echt so das Herz zerrissen gehabt in dem Moment, kann ich einfach nicht anders sagen. Und dann hatte ich auch schon, also mir kamen schon die Tränen in die Augen, dann hat er die Box wieder zugemacht und ich hab mich umgedreht und wollte gehen und in dem Moment fängt an, Ruby halt auch noch zu wiehern und das war bei mir halt einfach, da war Polen offen. Also da habe ich nur noch geheult und nur noch geflennt und das war, glaube ich, mein zweiter oder dritter Zusammenbruch an dem Tag, den ich hatte, weil einfach, ja, keine Ahnung, die Emotionen, das kann man einfach nicht, überhaupt nicht beschreiben, was man in dem Moment für eine Angst hat um dieses Tier einfach und ja, man will ja auch nicht, dass es irgendwie leidet oder so. Gut, also das war dann halt einfach der Punkt, der war dann wirklich dann eine halbe Stunde später, haben sie dann in die Intensivbox manövriert und dann haben wir auch endlich die Zeit gehabt, wirklich in Ruhe dann mit dem Tierarzt zu sprechen, was dann überhaupt kaputt ist oder was sie machen konnten. Und tatsächlich war es so, dass sich Ruby hinten rechts die Hauptarterie und die Venen zerfetzt hat. Anscheinend muss er im Koppelzaun hängen geblieben sein, das war damals die Vermutung. Wir haben das dann am Stall überprüft und tatsächlich war es so, dass es an dem einen Stück auf so einem Meter Blut dran war. Das heißt, er muss irgendwie, wir hatten diese, ich sag leider wie es ist, diese blöden, beschissenen, dünnen, runden Litzen. Und da muss der irgendwie mit dem Bein hängen geblieben sein, muss Panik bekommen haben und muss halt wahrscheinlich von rechts nach links sich das wie so ein Messer ins Bein reingesäbelt haben halt einfach. Ja. Und da hat er sich halt einfach, wie gesagt, die Hauptvene und die Arterien zerfetzt gehabt. Die mussten sie dann halt irgendwie wieder zusammennähen. Sie mussten von der Oberhaut ein bisschen Haut wegnehmen, weil einfach die verbrannt war. Das konnte man nicht mehr zusammennähen, zusammenflicken. Da musste man quasi so ein bisschen, das wegmachen. Also so, ich glaube, die haben irgendwie 2, 3, 4, 5 Millimeter wegnehmen müssen an jeder Seite, um das wieder zusammenzunähen. Das heißt, es war auch das Thema, dass halt auf diesem Hautstück extrem viel Spannung war, weil halt einfach Haut weggenommen wurde. Und man halt einfach schauen musste, dass halt das nicht reißt wieder, weil damit die Wunde halt einfach nicht aufgeht. Außerdem war halt einfach die Frage, generell halten die Venen, halten die Arterien, dass alles sowas wirklich zusammengefriemelt wurde, kann man wirklich schon sagen, ob das halt einfach erstmal hält. Und das war halt erstmal so die Diagnose, die wir hatten. Das heißt, wir mussten jetzt einfach abwarten, hält das alles von den Nähten her, was die Gefäße angeht und hält das einfach von der Haut. Also das war der erste Tag, den wir dann hinter uns gebracht hatten. Ich war dann abends nochmal in der Klinik, um zu gucken, wie es ihm geht. Aber da war auch schon wieder wach. Aber man hat ihm halt einfach echt krass angesehen, dass der völlig durch den Wind war. Also ich meine, klar, der muss Schmerzen gehabt haben, ganz ehrlich, ohne Ende. Der hat eine schwere OP hinter sich gehabt. Man hat es einfach gesehen. Der war so in sich gekehrt und so... Ja, beim Kindern würde man sagen, so still. Ja, war ein scheiß Gefühl, aber immerhin stand er da abends wieder. Ne? Und wir hatten jetzt auch keine allzu schlechte Prognose. Das Thema war halt einfach, damals wusste man einfach auch nicht, also dass er laufen wird wieder, ja, aber man wusste halt auch nicht, ob da irgendwas davon zurückhält, also vielleicht ein Gangfehler oder irgendwas, dass er halt einfach Probleme haben wird mit dem Bein. Das war mir zu der Zeit aber wirklich einfach wurscht egal. Also das war mir total bockig, ob der dann irgendwie ein bisschen komisch läuft oder so danach, das war mir egal. Also das, da war wirklich so Scheiß auf Turnierreiten oder Scheiß auf alles, das war mir alles wurscht. Hauptsache, dieses Pferd kann schmerzfrei weiterleben, ja. Ja, wie ging es dann weiter? Also am nächsten Tag durfte Ruby tatsächlich schon wieder auf die normale Station, weil er so eigentlich insgesamt schon mal einen sehr guten Eindruck gemacht hatte, auch wenn er halt immer noch so ein bisschen, ja, durch den Wind war. Aber war er trotzdem so weit vom Zustand stabil, dass man sagen konnte, er konnte halt auf Normalstation im Prinzip. Hat da auch eine sehr große Box gehabt, die eigentlich für Stuten mit Fohlen auch gedacht ist, dass er halt einfach ein bisschen Platz hat, aber halt auch nicht zu viel Platz.
Weil es geht bei ihm, bei Ruby halt immer auch darum, der hat zu der Zeit damals extrem gegen die Wände gebollert, wenn er halt zum Beispiel auch, wenn es Futter gab oder sowas. Und das durfte er halt nicht. Er durfte mit dem Bein hinten eigentlich nicht austreten oder sonstiges, weil dann wäre halt die Wunde sofort wieder aufgerissen. Und das haben wir aber damit ganz gut in Lösung bekommen, weil er hatte dann auch nur einen Nachbarn nebendran. Mit dem hat er sich eigentlich auch ganz gut verstanden. Ja, und dann hieß es erstmal abwarten. 3 Tage später war der erste Verbandswechsel. Da waren die auch ganz zufrieden wohl und haben dann angefangen, die Schmerzmittel auch so langsam abzusetzen. Und 6 Tage später war dann, also es ist quasi immer ein Abstand von 3 Tagen, war dann immer Verbandswechsel. Das heißt, am 6. Tag durfte ich dann auch das, oder konnte ich das erste Mal dabei sein, weil ich zeitlich halt es auch schaffte, so in der Klinik zu sein. Da hatte er die Drainage auch noch drin. Das Bild zeige ich euch auch einfach mal, weil das habe ich so ein bisschen versucht festzuhalten, weil mich es einfach auch selbst interessiert hat. Erstmal, wie sieht die Wunde aus? Weil ich habe bis dahin ja immer noch nicht die Wunde überhaupt gesehen gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, wie das Bein vorher aussah. Ihr werdet jetzt sehen, es sieht ein bisschen sehr wild aus. Das liegt aber auch einfach daran, dass euch nicht abschrecken. Das sind die Nähte halt einfach, die da so ein bisschen kreuz und quer auch oben rausgucken, also die Fäden. Ja, aber dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Wunde ungefähr war. Und ich will mir gar nicht vorstellen, eben wie sie aussah, als sie noch unbehandelt war. Ja, und genau, ich bin halt quasi immer nach der Arbeit in die Klinik gefahren, habe halt versucht, irgendwie dieses Pferd zu unterhalten, wie man es halt auch immer nimmt, ne? Weil er durfte ja nicht raus. Also selbst zum Verbandwechsel war es so, dass er so weit aus der Box durfte, dass sein Hinterbein aus der Box war. Dann haben sie quasi das neu gemacht und dann durfte die 3 Schritte wieder zurückgehen. Also das war alles, was er laufen durfte. Er durfte noch nicht mehr bis in den normalen Behandlungsraum, weil einfach dieses Bein keine Spannung bekommen sollte. Was halt war, er war super brav. Er hat sehr super alles mit sich machen lassen. Das haben die Tierärzte mehrfach auch gesagt gehabt, dass der auch bei dem Verbandswechseln oder generell, obwohl der so durch den Wind war und das bestimmt auch alles nicht immer so schmerzfrei war, der einfach echt super toll mitgemacht hat, brav war und lieb war und wie halt mein Ruby ist, ne? Das ist halt ein kleiner Knuddelbär und der versucht halt immer den Menschen das irgendwie recht zu machen, wie es geht. Am 10. Tag nach der OP konnte dann die Drainage gezogen werden und am 12. Tag nach der OP haben sie dann die Fäden gezogen. Soweit war es auch erstmal alles ganz gut ausgesehen. Ruby hat sich auch ein bisschen von seinem Gemütszustand auch ein bisschen wieder gefangen gehabt, aber er war insgesamt einfach immer noch sehr durch den Wind, also der hat sich am Kopf eigentlich gar nicht anfassen lassen oder der war einfach auf schnelle Bewegungen, hat er sehr hektisch reagiert oder so. Er hat am Anfang auch eigentlich nicht wirklich gut gefressen, hat dann später, also der war in der Zeit, wo er in der Klinik war, hat er halt immer nur Mesh bekommen, morgens und abends und das ging dann, aber das hat auch ein paar Tage gedauert, bis er das halt einfach angenommen hat oder halt einfach auch generell wieder mit dem Fressen richtig angefangen hatte. Aber man merkte trotzdem vom Tag zu Tag, es wird ein bisschen besser. Ja, und so zog sich das halt alles ein bisschen hin quasi. Am 20. Tag nach der OP war ich auch wieder beim Verbandswechsel dabei und da hat man wirklich schon deutlich gesehen, wie gut die Wunde aussah. Es war leider zwischendrin immer mal das Thema, dass sie mal wieder ein Stück aufgegangen ist. Dann ist sie mal wieder gut verheilt. Dann war am 24. Tag ist sie wieder ein Stück aufgegangen gewesen. Da waren sie erst nicht so zufrieden, aber das hat sich nach 2 Tagen auch wieder gefangen. Ja, und dann am 31. Tag nach der OP, das heißt 4 Wochen nach der Operation, war dann der Tag, dass mein Ruby endlich wieder nach Hause durfte, nach 4 Wochen feststehen und nichts machen. Und ich war halt einfach überglücklich, dass er wieder zu Hause war, in seiner gewohnten Umgebung und dass er halbwegs das alles eigentlich sehr gut verkraftet hatte. Als wir dann daheim waren, haben wir quasi angefangen mit Schritt führen. Das war der 12. August 2010, als wir damit angefangen haben und haben dann über 14 Tage lang das Schritt führen gesteigert auf bis zu 45 Minuten. Haben uns damit wirklich Zeit gelassen, weil halt einfach klar, ich meine, da muss erstmal wieder die Bewegung reinkommen, da muss die Bewegung in den Muskel, in das Gewebe erstmal wieder reinkommen. Ich meine, der war halt auch natürlich steif ohne Ende, ist klar. Ich meine, der stand 4 Wochen am Stück. Und dann haben sie ja auch da noch Haut weggenommen gehabt, da war eine ganz andere Spannung drauf und was weiß ich was. Ja, und so ging es halt los, dass wir das so ein bisschen gesteigert haben. Dann haben wir das auch nochmal weiter gesteigert. Also ich bin generell so ein Mensch, wenn mir ein Tierarzt sagt, in 2 Wochen machst du das, dann mache ich daraus 3 bis 4 Wochen, weil ich einfach dem Pferd immer ein bisschen mehr Zeit gebe, aus Prinzip. Und ja, und dann haben wir halt irgendwann wieder angefangen, den langsam anzutrainieren und also anzutraben und alles easy going wirklich und man kann wirklich sagen, Gott sei Dank, klopft auf Holz hier, ich klopfe auf meinen Schrank.
Er hat tatsächlich bis auf die Narbe nichts davon zurückbehalten. Also man hatte keinen Gangfehler oder sonstiges irgendwie, dass er irgendwie sagt, der bewegt das Bein anders, gar nicht. Er hatte die Jahre danach, die ersten 2-3 Jahre, glaube ich, war das wirklich, Probleme mit den Lymphen einfach auf dem Gebiet, dass einfach, wenn Wetterumschwünge war oder wenn es in den Herbst ging oder wieder in den Frühjahr ging, da hat er halt richtig angelaufene Beine. Also hat er ja eh immer Probleme mit angelaufenen Beinen hinten, aber das war so ein Elefantenbein, wirklich, kann man sagen. Also das war richtig fett angelaufen. Da hatte ich dann eine da, die extra Lymphdrainage gemacht hat. Dann habe ich, so fing ich übrigens mit Kräutern an, weil da habe ich nämlich Brennnessel- und Birkenblätterkur gemacht, die wirklich so gute Erfolge in dem Zusammenhang erzielt hatten, dass ich seitdem halt einfach bei meinen Kräutern hängen geblieben bin. Die das aber wirklich ihm auch, ja, keine Ahnung, wirklich ihm geholfen haben. Und tatsächlich war das so, dieses Bein ist bis heute immer noch eine Schwachstelle. Also es ist das erste Bein, was auch irgendwie bei Kreislauf oder sowas anschwillt. Aber, Ruby, wir sind jetzt vor 2 Jahren, haben wir den Stall gewechselt. Jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre. Und da ist er ja eine Paddockbox gezogen. Und da muss ich echt sagen, seitdem das ist, haben wir nie wieder ein Problem mit angelaufenen Beinen hinten gehabt. Total faszinierend. Auch ein einziges Mal, aber da war das echt ein scheiß Wetterumschwung. Aber kein Problem irgendwie mehr mit angelaufenen Beinen gehabt oder so. Auch das Bein war auch Gott sei Dank nie wieder auffällig. Im September war das dann so 2010, dass ich Ruby auch wieder mit auf die Wiese gestellt habe. Weil, ich bin ganz ehrlich, man hat ein scheiß Gefühl. Man würde am liebsten sein Pferd in Watte packen und man möchte am liebsten alles irgendwie sagen, es ist doof und ich packe deine Beine ein und ich schütze den Zaun nochmal extra. Das ist halt einfach so, ne? Das ist auch so, wie viele immer bei mir sagen, warum stellst du beim 1. Mai oder beim Koppelauftritt dein Pferd mit Gamaschen raus? Mein Pferd ist einfach ein Trottel, mein Pferd verletzt sich selbst. Der bockt durch die Gegend und der hat sich schon selbst Blutergüsse geschlagen und was weiß ich was mit den Eisen. Also kriegt der Gamaschen drauf in den ersten paar Tagen, bis der sich so weit beruhigt hat auf der Wiese, dass er nur noch mit Glocken rausgehen kann, ja? Und das ist das halt einfach. Manchmal hat man halt einfach, ja, so einen Überschutz, aber wenn man so eine Scheiße erlebt hat, ganz ehrlich, ich habe natürlich auch geguckt, was für Gamaschen gibt es vielleicht, die ich hinten hätte drauf machen können, die es geschützt hätten können? Das Thema ist tatsächlich, es ist so hoch gewesen, dass selbst hohe Gamaschen hinten es hätten nicht schützen können, weil es oben drüber gesessen hätte. Ja, aber man hat natürlich eine gewisse Angst da im Hintergrund und Ruby hat tatsächlich aber draus gelernt. Man muss das echt dazu sagen, weil wir hatten letztes Jahr das Thema, er stänkert halt immer gerne mit seinen Nachbarnpferden rum, der kleine Herr. Und da hat er vorne halt ausgeschlagen, wie man so das manchmal macht. Und was hat er gemacht? Er ist vorne mit dem Bein im Zaun hängen geblieben. Super Nummer. Normalerweise würde jetzt jedes Pferd anfangen da zu ziehen und ich hänge im Zaun und was weiß ich was. Was hat Ruby gemacht? Der hat so da gestanden mit seinem Fuß im Zaun. Hat geguckt nach dem Motto, ich bräuchte mal Hilfe. Das hat Gott sei Dank auch jemand relativ schnell gesehen. Und dann kam eine Angestellte bei uns am Stall, die ihn auch rein und raus bringt. Die ist dann zu ihm hin und wollte ihm so das Bein halt quasi helfen, da rauszuholen. Und Ruby war so, nein, ich bewege mich nicht. Wenn ich mich bewege, tut das wieder weh, also bewege ich mich gar nicht. Dann wusste die sich eigentlich anders zu helfen. Hat dann den einen Stallburschen bei uns geholt, die dann zu zweit versucht haben, Rubys Bein rauszuheben. Und Ruby immer noch gesagt hat, nein, ich bin eine Statue und ich bewege mein Bein nicht. Das habe ich doch jetzt oft genug gesagt. Also was haben sie gemacht? Sie haben dann mit einer Schere, also mit so einer, keine Ahnung, festen, keine Ahnung, Spezialschere, den Koppelzaun durchgeschnitten, dass mein Pferd dann sagen konnte, okay, Zaun ist weg, Gefahr ist gebannt, ich stelle meinen Fuß wieder hin. Ich so, Gott sei Dank hat er das wenigstens jetzt verstanden, dass er nicht in Panik geraten muss. Also er muss einmal dran gezogen haben, weil er hatte sich tatsächlich auch da wieder einen Ratscher geholt gehabt, aber er muss wahrscheinlich relativ schnell gemerkt haben, verdammt, die Scheiße hatte ich schon mal, ich halte jetzt einfach still und mache gar nichts mehr und spiele Statue, bis mich hier einer rettet. Und das hat dann auch Gott sei Dank so funktioniert. Also ich sage euch, sowas möchte ich nie mehr in meinem Leben irgendwie durchmachen mit sowas. Und passiert natürlich leider immer wieder mal. Aber ich hoffe für euch und eure Pferde, dass einfach sowas auch bei euch nie passiert. Und wenn der Fall eintrifft von 1 zu 1 Million, dass es passiert, dann natürlich, dass es nichts irgendwie Schlimmeres passiert oder nichts zurückbleibt, sondern alle weiter wohl auf sind. Ja, das war jetzt einfach mal so ein persönlicher Einblick in unsere Geschichte, die ihr einfach noch nicht kanntet.
Und ich glaube, das war es erstmal einfach auch aus der Hinsicht. Weiß jetzt gerade nicht, was ich weiter dazu erzählen sollte. Ich muss mich jetzt selbst erstmal wieder ein bisschen beruhigen, weil das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ich selbst für mich viel verdrängt habe, weil das einfach Momente sind, an die ich nicht mehr denken möchte. Aber ich wollte dieses Video eigentlich schon vor ein paar Wochen machen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich das einfach so wieder mir in Erinnerung holen muss, um weil ich es ja euch erzählen will irgendwie, dass mich das so fertig gemacht hat wieder. Das sind einfach so Bilder, die mich bis heute noch nachts teilweise auch verfolgen. Nee. Deshalb war das, hat das ein bisschen gedauert. Aber eigentlich fand ich es jetzt mal ganz cool, weil ich finde es halt einfach ein wichtiges Ereignis, was bei uns gab. Und das möchte ich euch einfach auch erzählen, um zu zeigen, es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich auch manchmal einfach Geduld zu haben. Und nicht jeder Tiefschlag heißt einfach, dass man aufgeben muss. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.